soll ich sagen? Es geht wieder durch die Nacht, ne? Ping. So, ja, hier, ach ja, genau. Das seht ihr jetzt nicht. Wir müssen das off-cam. Und da ist auch schon der Major Magnet wieder, ja. Heute. Aus dem Weg, ich muss arbeiten. Oh, ist das schlimm. Heute sind wir hier im Black Hand. Es ist schon ordentlich was los, da könnt ihr mal sehen. Und dann gehen wir später auf die letzte Blackout-Party und tragen die sozusagen zu Grabe. Weil die wird heute zum letzten Mal stattfinden. Aber dann gucken wir uns das mal an, ne? Mal ein bisschen mit Leuten schnacken und so, keine Ahnung, was daraus wird. Sehen wir uns später. Der Abend wird bestimmt sehr chaotisch. Janika sagt, du hast ein sehr schönes Profil, also filmen wir jetzt mal im Profil, ja. Ich habe gehört, du spielst jetzt in neuen Bands. Was ist da los? Nein, tue ich nicht. Tust du nicht? Ist doch nicht spruchreif, oder was? Nein, ich spiele nicht in einer neuen Band. Ich vertrete einen Musiker aus einer Band für einen Auftritt. Flagout 2, Flagout 3. Ach so, das ist nur so Auftragsuche. Ja. Ah, okay. Ich werde entlohnt in Alkohol und Drogen. Dürfen wir den Namen der Band erfahren? Nein. Jetzt demnächst, 9.2. ist wieder Aufnahme mit dem Ficker, ne? Das steht aber. Das könnte so passieren, ja. Das wird so passieren. Das habt ihr zu machen. Ja. Ja. Man wird sehen, was dabei rumkommt. Ja, Felix. Ja, hallo. Wieder in deinem Element hier. In meinem Element quasi. Ja, aber ist nicht heute ist nicht Metal Storm, ne? Nö. Mach's nur so ein bisschen, ne? Mach das nur so. Und dann wir haben Blackout, letzte Blackout im Weinkeller. Ja, letzte Blackout im Weinkeller. Schade, ja, weil es scheitert wieder an der Kohle, ne? Wie so viel. Klingelfotz, ne? Selber Fotze! Komm auf, geht das schon. Auf Ruhrschaft hier. Oh, mh. Oh, Dirty Harry, lecker, ja. Mag ich auch gern. So, Janika, die haben wir manchmal aus dem Off gehört, ne? Aber nie so wirklich vor der Kamera. Heute ist sie vor der Kamera. Wie ist das, mit einem Ficker zusammen zu sein? Großartig. Großartig? Es wird viel gefickt. Immer weiter im Kreisel drehen wir uns mal. Ping. Und, oh, ja. Schon wieder kurz hier, Dirty Harry, ja, bing! So, jetzt stehen wir hier am Wall, schön schnell rübergehen am Wall, da fahren immer die Leute sehr schnell Auto, da muss man mal rechts und links aufpassen. Dann gehen wir hier zur Kiosk-Trinkhalle, weil ich mal dringend nochmal neue Kippen brauche und auch mal vielleicht ein paar Kaugummis, ne? Wegen guten Atem, man will ja einen guten Eindruck machen, ne? Wer von euch Schwein kotzt immer? Wer von euch Schweinen kotzt hier mal rein, aber ist mir egal, ich piss da jetzt drauf. So, jetzt ist sie wieder exklusiv. Auf dem Klo, wir fotzen. Habt ihr auch lange nicht mehr gehabt, die Show in der Show. Keine Angst, ich filme euch nicht, ich filme nur mich selbst. Im Hintergrund hört man hier, ja, hier muss mal, wer Bier trinkt, der muss auch ihr Blasen entlassen. Du zeigst mir so komische, cringige Sachen vom Drachenlord. Was, ja, hallo. Was ist in deinem Leben eigentlich schiefgelaufen? Ich bin vielleicht, ich bin Philipp, Sie kennen mich vielleicht aus Ministers Video Nummer 42 aus der Durch die Nacht Serie. Und ich habe auch schon häufiger mich mit dem Kollegen Drachenlord beschäftigt. Wie wir gesehen haben, ist der Herr Rainer in ganz neue Gefilde abgedriftet. Wir befinden uns nun im sexuellen, deutlich erwachseneren Bereich. Und dies ist, so kann man sagen, tatsächlich Rainers dunkelste Episode. Denn nun geht es nicht mehr nur darum, wie ist man der gute YouTube-Star, der ein Vorbild für die kleinen Jungen ist, die 16-jährigen Zuschauer, wie er immer selbst betitelt, sondern nun geht es tatsächlich darum, womit bekommt man die meisten Klicks. Und im Falle des Rainers merkt man offensichtlich, Klicks generiert man auf eine Weise, nämlich damit, dass man sich einen riesigen, 30 cm langen, schwarzen Dildo in den Arsch einführt. Ja, wir müssen da rüber gehen, genau. Dann gehen wir darüber und mal herzlich willkommen bei der Show in der Show. Auf dem Klo, ihr Fotzen. Und hier ist nochmal die Janika. Was? Drachenlord, was? Zentimeter dicken schwarzen Dildo in den Arsch schiebt. Okay. Was halten Sie davon? Ich möchte das nicht sehen. Das möchte keiner sehen.
Wo ist die CD? Die ist so gut wie fertig. Also jeden Moment. Ich denke, keine Ahnung, im Laufe des Jahres definitiv. Aber das seid ihr jetzt schon ein bisschen länger dran, ne? Ja. Aber gut Ding will weiter. Also ich bin fertig. Ich weiß nicht, da sind andere Leute jetzt involviert. Aber gut Ding will weiter haben. Gut Ding will weiter haben. Habt ihr euer Video eigentlich schon auf YouTube hochgeladen? Nee, auch nicht. Das ist auch aber, nicht? Das ist auch, was? Das ist voll das gute Video. Ich habe das schon hast gesehen. Du das wieso hast du das gesehen? Der Major hat mir das gezeigt. Das ist ein voll gutes Video. Ja, warum ist das gut, über YouTube? Ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, das kam mit dem Album. Wie kommen Sie denn zu dem T-Shirt? Das ist ja ein sehr nices Mode-Accessoire eigentlich geworden. Das darf ich nicht verraten. Oh, ja, okay. Das habe ich geschenkt bekommen. Oh, von einem sehr generösen Herren. Oh, 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 oh. Dessen Name nicht genannt wird. So, jetzt sind wir hier mit dem Matze von Katartik. Wir sind auf dem Weg zur Blackout-Party. Vom Black End zur Blackout. Und wir drehen nochmal hier, das gibt den drum. Und jetzt ist hier. Hier, Matze. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, wo sind wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zur Blackout-Party, das hast du gerade schon fünfmal gesagt. Fünfmal, wieder schon gesagt? Ich glaube ja. Hast du mitgezählt? Ja, die Leute haben das inzwischen geschnallt. Ich habe nicht genau mitgezählt. Nee, das war eine vage Schätzung. So. Die kichernden Damen vom Frauenkarussell hinten. Fühlt ihr euch gut im Kofferraum? Ja, jetzt haben wir nochmal den Corporal. Genau. Was möchtest du wissen? Ja, Corporal, wie ist die Situation? Entspannt, ne? Es ist, im Vergleich zu auf Tour sein, ist das ja echt hier Luxus. Wie ist das auf Tour sein? Das ist nicht Luxus. Nee? Meinst du nicht? Doch, wir hatten auf Tour hatten wir schon Luxus auch, in Hamburg zum Beispiel. Ja, aber nicht unterwegs. Nee, unterwegs war das schon. Ja. Habt ihr im Kofferraum gesessen? Nee, da mussten wir im Van fahren irgendwie und da war gar nicht so viel Platz für uns und das Equipment. Ah, okay. Ja. Ich sehe da eine Trommel auf den Schoß nehmen oder was? Ja, das ist tatsächlich so. Tatsächlich so. Oder ist der Maya, was sagen Sie heute hier? Letzte Blackout-Party. Ja, wow. Scheiße. Ich will mehr. Ja. Warum ist das jetzt so voll? Das finde ich auch. Viel zu viele Normies, das geht ja mal gar nicht. Nee, das möchten wir nicht. Auf einmal wieder alle auf, ne? Dann sind sie wieder alle da, ja. Ja, letzte Party im Weinkeller, aber wir wissen ja schon, dass es im alten Spirit weitergeht. Genau, also es geht ganz normal weiter am dritten Samstag. Da steht, wie gewohnt, am 23 Uhr im alten Spirit. Jeder kennt die Location. Also Leute, kommt vorbei. Aber direkt das alte Spirit, genau das, was es war. Ich denke, es wird wieder das, was es war. Letzte Blackout-Party hier im Weinkeller. Was ist deine Gefühle? Traurig. Aber niemals ohne Pink. Was war denn dein bestes Erlebnis auf der Blackout-Party? Besoffen sein. Ich war nicht mehr bei mir selbst. Ich habe das gesoffen und dann wusste ich nicht, wer ich bin. Was ist denn dein schönstes Erlebnis auf der Blackout-Party? Ich bin reingekommen. Erstmal. Du bist das erste Mal hier. Und das letzte Mal. Und das letzte Mal. Ja, moin, ich werd Vater, Digga. Du bist Vater? Ja. Aber hast du das hier auf der Blackout gestort? Nein. Dein bestes Erlebnis auf der Blackout-Party? Boah, sorry. Viel zu viele gab's da.
was hältst du denn davon, dass das jetzt im alten Spirit weitergeht? Ja, ich wollte eigentlich von dem Laden los und jetzt muss ich da wieder gehen, ey. Ja. Aber ich frage mich, wie das dann läuft, weil es gibt keine zwei Hallen, machen die dann Ping-Pong auflegen oder... Aber nur gespannt sein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Was halten Sie denn hier von der Blackout-Party, letztes Mal im Weinkeller? Du darfst mich duzen, sonst hau ich dich. Ja, was hältst du denn von der letzten... Eine coole Location, ist wunderbar und ist für einen Hardcore-Techno-Fan die Hölle, die Musik. Aber ich tue es hier, meiner besten Freundin zuliebe. Und dementsprechend bin ich hier, weil der kleine Gnom hier, der steht da drauf. Wer gewinnt gerade? Da wollen ganz viele Leute aufs Klo. Ich muss ganz dringend pissen. Das Problem ist, da stehen ganz viele Leute und die wollen alle pissen. Die Leute interessieren sich nicht für irgendwelche Partys und hast du nicht gesehen. Und dann kommt die letzte Party des überhaupt, ne? Und dann sind sie alle da. Dann sind sie auf einmal alle da und dann ist das Klo so voll, dass man einfach mal in die Ecke gehen muss, hier, schön, und da den Schlong rausholen. Ja, was? Was soll ich euch erzählen? Da muss man hier den Schlong rausholen. Das zeige ich euch nicht. Ich gehe jetzt pissen. Tschüss. Was war dein bestes Erlebnis hier auf der Blackout-Party? Ich glaube, da kann ich mich kaum noch dran erinnern an die besten Erlebnisse, weil man war so oft hier und das ist immer so eine nette Atmosphäre, weil man kennt hier die ganzen Leute. Und das ist immer so schön. Also so, man muss hier, also man kann ja auch alleine hingehen, ne? Und hat hier immer Spaß. Die letzte Blackout-Party im Weinkeller, was sagst du? Ja, was soll ich denn sagen? Also ich hab mir kein Skript zusammengelegt, aber ich würde ganz gern Grüße ausrichten. Und zwar erstmal einen Drachenlord. Nein, da brechen wir ab. Nächste Frage, was war dein geilstes Erlebnis hier auf der Blackout-Party? Das geilste Erlebnis auf der Blackout-Party war die Hosenpause, die wir eingerichtet haben. Endlich alle Leute, die keine Hosen anhaben. Keine Hose, keine Probleme, oder was? Keine Hosen, keine Probleme. Genau das ist die Devise. Letzte Blackout-Party, was sagst du? Das ist voll scheiße! Die nächste Blackout-Party wird in Spirit sein. Also, ja. Echt? Ja. War ich gerade. Cool. Zumindest noch kommen die Räume dann wieder in den alten Gefilden rein. Sehr volle Party, ihr Pink. Verfluchten Göttern, es ist so voll wie auf einem scheiß Backstreet Boys Konzert, Alter. Bei allen scheiß Göttern, Alter. Ich finde, Odin sollte die Unwürdigen mal mit einer Axt dann downstriken. Wir machen ja Ping, ne? Letzte Blackout-Party, was sagst du? Was sind deine Gefühle? Ja, also ich bin schon sehr schwermütig. Eine Ära geht zu Ende. Was war dein bestes Erlebnis auf der Blackout-Party? Dass wir uns kennengelernt haben, sag es bitte. Nein. Wenn ich mich daran erinnern könnte, würde ich dir sagen. Aber ich war hier sehr oft und es gab sehr viele interessante Erlebnisse. Ich muss sagen, es ist mein erstes Mal hier, aber... Ey, du bist das erste Mal hier? What the fuck? Schade, ich bin noch nicht vorher zurückgekommen. Meine Schwester wohnt in Dortmund. Dein erstes Mal hier auch auf der... Oh, ja. Echt? Ja, lange geplant, endlich hier bei der letzten Party. Jede Menge Menschen und Trompeten!
Letzte Blackout-Party im Weinkeller. Was sagst du dazu? Schade um die Location. Ja. Aber schön, dass es weitergeht. Was soll ich sagen? Wir haben jetzt den letzten Abend im Weinkeller gehabt. Mit der Blackout Party. War immer um die Ecke, war zweites Wohnzimmer. Jetzt ja, müssen wir laufen. Hast du so ein Erlebnis im Weinkeller gehabt? Episches oder? Erlebnis mit dir, mit Zunge, werde ich nie vergessen. Rührt mich bis heute noch. Oh nee, hat sie ein episches. Komm, wir müssen jetzt. Ich muss weg. Hast du ein episches Erlebnis hier gehabt? Im Weinkeller? Ach, viele. Rappels im Karton, irgendwie, da rappelt's im Karton. Erst im Black End, dann auf der Blackout Party und jetzt schön, nochmal schön den schmierigen Burger bei McDonald's essen. Ich hab keine Ahnung, was mit. Ich bin so der Burger King Typ. Jetzt denk doch mal an die Dschungelcamp-Bewohner, die das nicht haben, die haben nur Bohnen und Reis. Ja, nur ja. Weil immer die Wellen die Prüfung aus. Ja, jetzt ja nicht mehr. Was ist das denn? Für die Arbeit immer. Du hast ja heute auch richtig abgeliefert. Ja, im Black End, da hast du richtig delivered. Erzähl das nochmal mit der Kotze. Nein, wir sind hier in einem Restaurant. Ich hab Kotze weggewischt, sag ich dazu. Und jetzt habe ich die Schnauze voll und will nach Hause. Im Black End? Ja. Warum kotzen das die Leute? Das weiß ich nicht. Wo haben sie jetzt hingekotzt? Aufs Damenklo. Aufs Damenklo? Ja. Wohin genau? Auf die Toilette hinter der Toilette. Und richtig reingereiert? Ja. Da frage ich mich immer, warum kotzen die Leute dahin? Das kann ja nicht deren Ernst sein. Naja. Wie auch immer, die Blackout-Party findet jetzt ihr Ende. Das Black End wird es für ewig geben, für ewig und drei Tage. Oh. Aber in der Blackout Party, ja, sehen wir uns demnächst wieder im alten Spirit. Unglaublich. Naja, scheißegal. Wir machen jetzt mal hier abschalten, ne? Abschalten. Du musst abschalten.